Wir haben wieder eine lineare Gleichung gegeben, die den Parameter t enthält. Und wir wollen natürlich x berechnen. Das heißt, wir bringen erstmal alles mit x auf eine Seite und die normalen Zahlen auf die andere Seite. Das bedeutet, wir rechnen minus 4x und einmal minus 6. Dann erhalten wir hier 2tx minus 4x ist gleich 3t minus 6. Also t ist einfach wieder ein Platzhalter für irgendeine beliebige Zahl. Jo, wir wollen ja nach x auflösen. Jetzt müssen wir hier einmal ausklammern, denn dieser Term enthält x und dieser Term. Und wenn wir hier x ausklammern, dann erhalten wir ein Produkt, also x mal, Klammer auf, 2t minus 4 ist gleich 3t minus 6. Und jetzt können wir, indem wir durch 2t minus 4 teilen, das Ganze nach x auflösen. Das heißt also, wir teilen durch 2t minus 4 und erhalten dann x ist gleich 3t minus 6 geteilt durch 2t minus 4. Hier wieder Vorsicht, denn wir dürfen ja nicht durch 0 teilen. Das bedeutet, wir müssen noch überprüfen, wann wird denn dieser Ausdruck, also für welches t wird dieser Ausdruck denn gleich 0? Das können wir ganz einfach überprüfen, indem wir diese Gleichung 2t minus 4 gleich 0 setzen. Wir bringen die 4 auf die andere Seite, dann erhalten wir 2t gleich 4 und t ist gleich 2. Also das bedeutet, wenn t den Wert 2 annimmt, dann wird diese Gleichung 0 und somit könnten wir diese Operation nicht durchführen. Deswegen ganz wichtig, müssen wir hier hinschreiben, t muss ungleich 0 sein. Nicht 0, sondern 2 in diesem Fall. Denn wir dürfen ja nicht durch 0 teilen. Wenn wir das hingeschrieben haben, können wir hier ganz normal weiterrechnen. Wir sehen hier, das sieht noch ein bisschen hässlich aus. Wir probieren das Ganze zu vereinfachen. Und zwar, wir können hier oben, können wir die 3 ausklammern. Das bedeutet, wir hätten 3, Klammer auf, t minus 2. Und hier unten in der 2 und in der 4 ist natürlich die 2 enthalten. Das heißt, wir können die 2 ausklammern. Wir hätten hier auch 2 mal t minus 2. Die Klammer können wir somit wegkürzen und wir hätten für x das Ergebnis 3 halbe. Aber nur unter der Bedingung, wenn t ungleich 2 ist. Jetzt müssen wir natürlich noch den Fall untersuchen, wenn t gleich 2 ist. Das heißt, wir setzen dieses t in unsere Ausgangsgleichung ein. Und wir halten dann 2 mal t, also 2 mal 2 ist 4. Dann hätten wir 4x plus 6 ist gleich 4x und 3 mal 2 ist auch 6. Wie wir sehen, wir haben links und rechts genau dasselbe stehen. Das bedeutet, wir sprechen hier von der Identität. Also wir erhalten hier eine wahre Aussage und daraus können wir folgen, dass x jede beliebige Zahl annehmen kann, dass somit x Element der reellen Zahlen sein kann. Also wir haben zwei Lösungen. Einmal für t ungleich 2 erhalten wir x gleich 3 halbe. Und wenn t den Wert 2 annimmt, dann kann x jede beliebige Zahl annehmen.